Und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Shadow of the Tomb Raider. Ich habe ehrlich gesagt immer noch keine Ahnung, wie wir da lebend wieder rüberkommen sollten. Ich probiere es einfach mal mit Springen. Eine dumme Idee fällt mir gerade nicht ein. Ja, gut. So dumm war die Idee dann doch nicht, wie mir scheint. Auf welcher Seite waren das? Die andere Schlange mit dem Gas. Ach da. Schnell weiterfahren. Und ich glaube, jetzt kommt diese Abteilung hier. Oder auch nicht. Ah, da drüben ist noch eine andere Schlange, wo wir ein Gas anmachen müssen. Aber das ist dann doch hier drüben, hä? Huh? Lass uns die Mädchen noch mal angucken. Ah, okay. Prinzip, glaube ich, verstanden. Moment, die Pfeile nehme ich kurz mit. Dahin hängen, darüber karren lassen. So, und von da aus dann hier hochkrauchen. Und den nächsten Hebel ziehen. Und wenn wir gerade hier sind. Was zu lesen. Abby. Ich habe ein Wandbild gefunden, das eine große Reise zeigt. Es zeigt eine lange Reise nach Süden, von Mexiko nach Peru. Tausende folgen ihrer Königin, um einer großen Dürre zu entgehen. Eine Maya-Königin führt Tausende ihres Volkes von Mexiko nach Peru. Warum hat sie hierher geführt? Es gibt viele Theorien, was mit den Maya passiert ist. Die üblichen Verdächtigen sind Invasion, Bürgerkrieg, Abbruch der Handelsrouten. Aber eine andere wird immer populärer. Dass die Maya-Zivilisation letztlich einem starken Klimawandel zum Opfer fiel. Wahrscheinlich hat sie sie aus jahrzehntelanger Dürre herausgeführt. Wo sind sie dann alle hin? Ja, keine Ahnung. Moment, war hier nicht? Nein, nee, nur ein Stein. Okay, was gibt's hier sonst noch? Ja, der Schlangenhebel ist klar. Und von da aus kann man dann wieder darüber hüpfen. So, Glück, Gas ist an. Jetzt muss ich nur noch schauen, dass ich da wieder irgendwie reinkomme. Okay. Ah, hier geht's rein. Das müsste dann der Hebel hier sein. Ja. Ah, Moment. Sagt mir das keiner, dass ich dann hier hochkrauchen muss. Das. Verdammt. Wo bin ich jetzt? Hier, das heißt, ich muss den Krimskrams wieder aktivieren. Erstmal das hier
Dann gleich mal hier neue Pfeile herstellen. Das Gas ist an. Ja. Ist es. Die sind voll. Ich hätte mich jetzt fast so hüpft. Mal wieder. Wo ist es hier? Da ist er. Manchmal. Ja komm Mädel, mach hin, wir haben's eilig. Hier ist ein Sarkophag. Er ist wunderschön. Eindeutig königlich. Ein Sarkophag? Wie ein Sarg? Genau wie ein Sarg. Ich dachte, es wäre eine Schmiede. Wer auch immer hier begraben liegt, stand eng mit diesem Ort und seinem Zweck in Verbindung. Geschafft. Juhu. Was haben wir hier? Erstmal lesen. Grenadier, stellen Sie Granaten her. Na endlich. Schmiede des Schicksals abgeschlossen. Wie? Das war schon? Aha, da drüben ist es jetzt. Wie viel können wir denn davon herstellen? 4. Hat aber irgendwie gerade nichts gebracht, oder? Ich dachte ja, dass das mit... Komm und sieh dir meine Ware an. Nö, brauch grad nix, danke. Nix so ungut. So, wo sollten wir hin? Zur Oma, oder wieder? Oder zur Tante. Besser gesagt. So, wir sind da. Hast du den versteckten Ort gefunden? Ja, es war eine Schmiede. Aber es war auch noch mehr. Ja. Es ist die Ruhestätte der Maya-Königin Abarani, der ersten Wächterin von Kuwakyaku. Sie baute die Schmiede als Artefakt mit großer Macht. Welches Artefakt? Ich weiß es nicht. Mariana sagte, was dort geboren wurde, wäre längst verloren. Aber die Nachricht darin würde ewig weiter existieren. Es war eine Nachricht der Hoffnung für die Zukunft. Wenn du das alles wusstest, warum hast du nichts gesagt? Tut mir leid. Ich habe es Mariana versprochen.
Und? Soll ich jetzt plötzlich akzeptieren, dass ich eine Maya bin? Aber Ranis Blutlinie wurde über die Jahrhunderte verwässert, aber du bist ihre Nachfahrin. Und was bedeutet das? Du bist eine Wächterin, Abigail. Wie Marianna und ihre Mutter vor ihr. Bis zurück in die Zeit von Abarani. Ich kann keine Wächterin sein. Ich habe hier Verpflichtungen. Du beschützt dieses Dorf seit Jahren. Hast du das nie irgendwie gewusst? Es irgendwie gespürt? Jetzt bist du die Bewahrerin der Geschichte. Was hat Oma immer gesagt? Dass sie seine Geschichte bewahren muss. Sicher bewahren. Sie sagte, sie würde mir eines Tages zeigen, wo es ist. Und dann würde ich seine Bewahrerin werden. Sie hat ihr Versprechen nicht vergessen. Sie hatte nur einen anderen Weg, es dir zu zeigen. Das sieht ihr ähnlich, nicht wahr? Sie konnte es mir nicht sagen. Sie musste eine Schatzsuche daraus machen. Ich habe deine Großmutter geliebt wie meine eigene Schwester. Aber manchmal war sie eine große Nervensäge. Abby, ich glaube, ich lasse euch beide jetzt alleine weiterreden. Klingt, als hättet ihr einiges nachzuholen. Danke, Laura. Hier, ich möchte, dass du das nimmst, für deine Hilfe. Und bevor du irgendwas sagst, es ist ein Brauch. Du kannst nicht ablehnen. Danke. Was haben wir denn bekommen? Eine neue Knarre. Wo war denn hier nochmal ein sowas hier? Aber, hä? Warte mal, bin ich jetzt hier? Nee, schon. Brauchst du irgendwas? Wir könnten handeln. Nö, ich brauch grad nichts, danke. Hä? Moment, irgendwo hier. Wo ist er jetzt hin? Da ist er. Komm mal her. Na toll, ich muss mir wieder den Modderweg aussuchen. Moment, da ist eine Kiste. So, dann schauen wir mal. Hast du irgendwas zu erzählen? Nein, hast du nicht. Okay, wie viele Punkte haben wir? 5. Lockfallen. Regeneriert. Das haben wir erhalten. Schuppen und Schlangen. Konzentration. Mehr Kräutermischung. Wahrnehmung Pflanze. Nehmen wir mal das da. Und was nehmen wir denn noch? Okay. Nehmen wir den hier. So, und was haben wir jetzt da für eine Knarre bekommen? Die hier. Wo ist der Unterschied zwischen den beiden? Dass sie rot ist. Mhm. Das hier ist eine Schrotflinte, oder? Ja. Und das ist ein Gewehr. Aber das hier sind doch auch Schrotflinten. Neuen Bogen haben wir nicht.
Welchen haben wir denn jetzt eingesetzt? Ich gehe bis ganz hinter. Ein leichtes Maschinengewehr mit enormer Pontifex. Das ist doch Pfarrer, oder nicht? Vollständig verbessert. Die Frage ist, Standardgewehr. Doppelläufige Schrotflinte. Da haben wir ja schon die hier. Die ist auch vollständig verbessert und ein Ticken besser als die hier. Aber das ist ja gut. Können wir eigentlich kleidungstechnisch irgendwas Neues? Ja, ich weiß, ich könnte mir Krimskrams kaufen, aber das will ich ja immer nicht. Erhalten, erhalten. Hier kann man ja auch nichts verbessern. Gut, dann würde ich sagen, haben wir das hier soweit erledigt. Wie wir in die Krypta reinkommen sollen, habe ich immer noch keine Idee. Weil aufsprengen funktioniert hier irgendwie nicht. Was haben wir denn hier noch übersehen? Angeblich noch irgendwelche Überlebensverstecke, die dann wahrscheinlich irgendwo hier im Dings drin sind, hier in der Krypta, wo wir nicht reinkommen. Was sind wir denn hier? Das ist 100%. 82%. Dann würde ich mal sagen, gehen wir zur Mission, oder? Hinter. Hier hin irgendwo. Nehmen. Ja, nach dahin. Da haben wir ja auch noch ein bisschen was zu erledigen. Und dann kann ich mir mal später überlegen, wie wir in die Krypta kommen. Weil aufsprengen scheint es ja nicht zu sein. Und einfach durchkriechen hat ja auch nicht so funktioniert. Lara, ich muss mit dir reden. Was war das? Ein Erdbeben. Das ist der Grund, warum wir reden müssen. Wir treffen uns im Hof. Hey, Lara, komm her. Ich muss mit dir reden. Ich bin schon längst da. Was ist los? Trinity ist noch hier. Was? Sind sie nicht alle nach Paititi wegen des Rituals? Einige wurden wohl bei der Schlammlawine getrennt und zurückgelassen. Sie haben eine unterirdische Ruine gefunden und ihr Lager dort aufgeschlagen. Es ist eine Gruft. Für die Priester von Sipakna, sagen die Einheimischen. Der Gott der Berge. Und der Vulkane. Dazu kommen wir noch. Die Gruft liegt neben dem Tempel von Sipakna. Viele besuchen den Tempel nach wie vor regelmäßig. Jetzt nicht mehr, weil Trinity nebenan wohnt. Deshalb hören die Beben und die Asche nicht auf. Sipakna mag es gar nicht, wenn man ihn vernachlässigt. Lara, ich hatte gehofft. Kannst du dir das mal ansehen? Ich weiß, es ist viel verlangt. Gut, ich mach's. Danke. Ich weiß es zu würdigen. Austausch von Zärtlichkeiten. Was?
Das hatte ich noch so im Augenwinkel hier gesehen. Moment, hier ist was. Das nehmen wir auch noch kurz mit. Aha. Wieso steht ihr eigentlich immer bei den Kanonen rum? Gibt es da irgendwas für Lau? Hui. Hier gibt es aber was. Das scheint mir auch nichts. Das hier brauche ich kurz. Was haben wir denn hier oben? Die haben wir scheinbar schon abgesiegt, die Fahne. Nehmen hier mal das Öl mit. Hier war auch noch gerade irgendwas gelegen. Okay, das ist voll. Aber nicht mehr lange, warte. Lass mich das hier noch kurz so machen. Und dann sollten wir den Stofffetzen hier mitnehmen. Hier ist noch wer, der Missionsgeber. Das hier schnappe ich mir auch noch kurz. Und das da auch, das braucht ihr nicht. Wo ist denn die Zinne? Da drüben irgendwo. Das grüne Männchen. Hier drüben, ich muss mit dir reden. Was ist denn los, Abby? Abby, du wirkst besorgt. Gibt's ein Problem? Nein, nicht wirklich. Nachdem du mich und Pilar verlassen hast, hat sie mir Omas Tagebücher gegeben. Ich habe sie gelesen und muss das alles verarbeiten. Du kannst nicht alles, was Mariana wusste, auf einmal lernen. Das dauert. Ja, sie hatte einen Traum. Eine Vision der Zukunft. Sie beschreibt darin eine Frau, die genauso aussieht wie du. Oh. Zufall. Natürlich will ich nicht zu viel darüber sagen. Noch nicht. Wenn dein Konflikt mit Amaru vorbei und das Schicksal der Schatulle von Ixchel entschieden ist, kannst du dann wieder herkommen? Natürlich. Du wirkst nicht glücklich. Wie noch Questgeber? Das haben wir doch gerade erledigt. Mit dir brauche ich nicht reden, das haben wir alle schon mal erledigt. Muss mal kurz rüber. Moment, das brauche ich auch noch. So, was ist mit euch hier? Nix und nix. Spann dich, was doch gar nichts passiert hier. So, was haben wir denn hier auf der Pfanne? Die alte Krypta finden. Da habe ich hier was. Das hier ist alles keine Quest, oder? Nee. Davon braucht man nichts. Davon haben wir auch alles. War das nicht hier gerade? Nein, muss mal kurz hier rüber. Der Obelisk ist da. Und Käfer. Ja, das ist nur das Lagerfeuer. Eigentlich muss ich da oben rauf irgendwie. Warte mal, wie ging denn das? Einfach hier hochklettern ist ja nicht, oder? Nee. Ein nerviges Geflügel.
Wie bin ich denn das letzte Mal da hochgekommen? Komm, lass doch einfach das Zeug hier los. Wo ist der jetzt hingefallen? Warum dahin? Ernsthaft? Na komm, gib das her. Nee, nicht da ins Geschlammer rein. Da ist jetzt dann hier mal Ruhe. So. Hier war ich ja schon überall. Wie komme ich da rauf? Ah, Moment, ich habe da was gesehen. Ich glaube, so geht's. Falsch. Wir wollen hier kein Feuer legen. Weil ich nämlich nicht weiß, ob wir den Obelisken beim letzten Mal lesen konnten. Aber jetzt haben wir so ziemlich, glaube ich, fast alles auf Max. Okay, den haben wir scheinbar schon gelesen. Ja gut, dann hätten wir das auch erledigt. Alte Krypta, Zugang alte Krypta. Ja, schon gefunden. Gut, das würde ich sagen, machen wir dann aber in der nächsten Folge. Für dieses Mal sage ich danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Bardasch.